Hallo meine lieben Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Mit dabei ist heute Gangster. Hi. Der vielleicht etwas leise ist, aber es ist nicht so Bin schlimm. ich leise? Ich habe mein Mikrofon ein bisschen weiter vom Mund weggemacht, da hört man nicht mehr so mit doll meinen Atem, sagen immer alle. Oh Gott. Wir starten heute natürlich vom Schrottplatz aus. Oh Gott, leckt das schon wieder. Ich muss mal kurz was runterstellen. Augenblick, ja, Fingerstellung. Oh, schon alles runter. Naja. Ich war am Laptop oder PC, keine Ahnung, was du hast. Kommst du eben zu mir? Bitte? Ja. So, ne? Stepia. Ah, schon hier. Ja, wir Was sind ja auf dem wäre das Schrottplatz. hier? Einfach. Ah, lol. Ja, komm mal mit, hier hinten stehen noch ein paar Maschinen. Was macht das hier? Das ist eine Verbrennungsanlage. Guck mal. So, hier jetzt. Warte, ich stelle kurz den Arm aus der. Warte, ich muss einmal kurz weiter drücken, das leckt immer kurz. Ja, ich merk's. So, Der Armer Mann sind in der rein, einmal drücken und er geht immer ein weiter. Bis er hinten am Feuer ist und dann wird er langsam verbrannt. Digga, kannst du das mal lassen? Die Maschine leckt ultra. Ja, es ist gleich vorbei, keine Ahnung mehr. Ich So, glaube, ich guck. weiß. Darf ich mal kurz schauen, weil ich habe so eine Idee, woran das liegt mit den Lags. So, Armer sind verbrennt. Jo, ich weiß, woran es wahrscheinlich mit den Lags liegt. Woran denn? Lichtbugs. Ja, ich habe schon überall alles abgeriegelt. Guck mal. Unten kommt eigentlich nichts mehr durch. Ich habe da überall Blöcke drüber. Hier kommt was durch. Wo? Hier. Ja, Junge, ich habe doch extra Blöcke drunter gemacht, so als wenn jetzt wird's mal angehen würde. Egal. Und was ist das hier? Eine Quetschmaschine. Ja, genau. Das ist eine Schrottpresse. Das musst du aktivieren. Das ist nur zur Sicherung. Zack. Cool. Ist cool. Ja, okay, dann zeig mir mal die Richtung in dein Haus. Weil Gangster hat nämlich eine Villa gebaut und ich kenne die noch. Oh Gott, ich kann nicht fliegen. Ich kenne die noch nicht, deswegen. Wo bist du jetzt schon wieder? Ach, da hinten. Muss mich kurz orientieren, Red Hotel, ich hab's. Bist du hinter mir? Keine Ahnung. Sag du es mir. Bist du? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin gerade. Ich Ich tippe bin mich einfach. hier. Ja, Ach, warte, da ich bist muss du. erst mal. Ja, warte. Ist das die hier? Nein, zu hässlich. P, ist es auch schön. Ich bin nicht der beste Außendesigner, aber von innen halt. So, das hier wird Nils Oh Gott, ich seine. kann. Ja, das kenne ich. Ja, warte, welches? Ach, das Hier da hinten. hinten, wenn die Chunks mal laden würden. Alter, der hat es ja völlig überarbeitet, okay. Sieht geil aus, ne? Besser als meins, das hier wird meins. Hier. Alter. Hat ein funktionierendes Briefkastensystem. Ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Danke, hab mir Mühe gegeben. Sogar von der Seite. Alter, vom Design her. Sieht's gut aus? Jo. Übelst. Geh Ja einmal gut, R für hinten ist ein Robin. bisschen undesignt, ne, aber. Ja. Aber sonst, Also wir Alter. können gerne mal reingehen. Du kannst gerne mal was einwerfen, aber maximal nur zwei Sachen in den Briefkasten. Jetzt Keycard rein. Ich hab keine. Was ist das für eine Keycard? Komm rein. Sieht man die auch draußen wieder, oder? Hier in der Truhe. Eine Sache. Wow. Da habe ich Ja. schon die erste Bemängelung. Also, du willst es so Ey, es machen, war hier nur so dass eine die Items im Nebenidee. Briefkasten Eigentlich erst wollte ich das. reinkommen, wenn man reingeht, oder was? Was? Ja, klar, ich will nicht, dass beispielsweise irgendein Einbrecher dann direkt halt einen Briefkasten kann. Das ist eigentlich gesichert, so gesagt. Also erst wenn die Items rein, wenn die Tür aufgeht, verstehe. Erst wenn. Genau. Das ist eigentlich ein ganz einfaches System, habe ich hier genommen. Du Ich mir hast alles das. selber Du ausgedacht. hast das. So geregelt. Ich habe das hier. Hier werden dann die Items hochgebracht und dann zapfe ich so gesagt und da das Signal ab. Ja. Aber warum kann Überlege, man ob nur ich eins? vielleicht. Ich habe zwei Sachen reingeworfen, habe nur eins wiederbekommen. Warum? Ja, eins ist unten. Spender, ich will. Aber Ich man bin ja sollte noch schon, nicht wenn man hier. drei Sachen reinwirft, auch drei Sachen wiederkriegen, ne? Ja, ich weiß. Aber ich bin noch am Umbau. Ich überlege, ob ich vielleicht einen Knopf hin mache, wo du dann nochmal es extra rufen kannst.
Du musst Wir aber einfach so machen, bedenken. dass es immer schon reingeht. Ich meine, ist ja eigentlich scheißegal. Ich lasse es erstmal so. Irgendwann baue ich es vielleicht um, Darf aber ich jetzt das bin denn ich eben so. schnell umbauen? Ja, baue um. Warum nichts kaputt? Wenn's nicht, wenn's, na, wenn du es nicht schaffst und wenn es danach nicht mehr funktioniert, dann. Gott. Ich überlege, ich will auch, dass irgendjemand mit hier in dem Haus wohnt. Ich habe aber keinen Plan, wer. Hast du Bock? Dann Ich meine, ich zusammen hatte dem ja Haus? selbst verbarrikadieren das Haus, aber. Ja, Barrikadierung will ich auch noch einmal, dass sie über so eine Drei-Block-Wand halt hochfährt. Rundherum. So, warte mal. Ich würde sagen, das kommt ja hier demnächst. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit der Tür. Ich Oh finde, die ist Gott, gut, die leckt ist das immer. schnell. Ja, wegen den Lichtbugs natürlich. Was denkst du denn? Das ist Kümmere ja dich da alles mal drum. deckfreies. Ich überlege, was soll ich unten reinmachen? Ich würde Esszimmer, Küche unten rein. Aber ich weiß gar nicht, was ich hier reinbauen soll. Ich denke, hier mache Guck ich in mal, die. da du hinten ja Platz hast, könntest du hinten vielleicht ein bisschen erweitern und dann später Technik noch dazu verstecken, verstehst du? Deshalb habe ich hier auch erstmal keine Glaswand. Ich darf nur in diesem Quarzbereich bleiben, den er mir gelassen hat. Ich will hier aber auch ein paar Geheimgänge einbauen. Naja. Also, ich muss mal kurz überlegen. Das kommt daher, das heißt, ich würde. Oh Gott! Hallo? Wo kann ich fliegen? Ach, jetzt. Hashtag NoLex. Also, wenn ich muss den hier einmal abknüpfen, da kommt nämlich alles andere rein. Leute, hier Machen. ist ein Ki Mistding ist noch drin. Ja, das soll so bleiben. Lasst es so. Okay. Absicht so. Am besten, wenn ich das komplette System abreißen und neu bauen, aber Hey, findest du es so schlecht? ich habe bessere gesehen. Ich habe das kurz auf die Schnelle gebaut. Lasst es erstmal Die so. Ich Decke bin würde ich zu. vielleicht noch eins höher machen, weil sonst stößt man sich den Kopf. Es ist 3 hoch. Das ist besser, als würde man es so machen. Ja, trotzdem. Ich wollte es genau 3 hoch. 3 hoch ist es auf jeder Etage und das bleibt auch so. 3 ist eine gute Höhe. Also ich finde, da fühlt man sich etwas eingeengt. Bei einer Höhe von 3 findest du eine Höhe von 2 besser? Eine Höhe von 4, wenn dann. Da Guck mal, muss ich halt nochmal nimm mal hier das alles Feeling. Du gehst umbauen. hierhin. Das ist dir schon klar. Ich muss dann hier nochmal alles umbauen. Warum? Ich habe alles Dinger. Jede Guck mal. Etage sollte eine Weißt du, weißt du, weißt du Dreierhöhe. was? Weißt du was? Warum machst du es nicht einfach? Oh Gott, weil ich kann mich ja draußen ja kaum bewegen. Nicht Würde halt erschrecken ein jetzt, Block ja? dazwischen, das geht sogar, dann wird halt ein Block dazwischen frei bleiben. Das wird sogar noch Ja, gehen. bitte nicht erschrecken jetzt. Das werde ich. Das Haus war sehr viel Arbeit vom Design von außen. Ja. Allem die Seite hier. Die wollte ich so leicht rund machen. Machst du jetzt eigentlich noch die Dinger? Was mache ich? Ja, den Briefkasten mache ich noch, ja. Ja, ich mache dann jetzt erstmal die neuen Etagen, so wie du es wolltest. What the So. fuck, was hast du Ich habe das gemacht? eins hochgemoved, das heißt, du hast jetzt hier mehr Platz, um. Also, du kannst jetzt. Warte, es sind drei. Guck Das mal. heißt, dann hätte ich, wenn ich es mache, habe ich dann 1, 2, 3, 4, das würde von der Höhe passen. Dann Naja. hätte ich hier 1, 2, 3, 4, das würde von der Höhe passen. Dann habe ich halt hier 1, 2, 3. Und oben auch nochmal 3. Guck mal, muss jetzt einfach nur die Flächen, die da fehlen, einfach um eine Zeile erweitern, verstehst du? Ich habe da aber keinen Bock drauf. Dann mache ich das eben. Das hat halt, das war halt alles aufeinander aufgepasst. Das kannst du es mal machen. Viel Spaß. Es einfach so machen, als wenn es so Wie wäre wie gesagt, sollte gerade. es dann unser Haus werden, kannst du die Buchstaben dann nochmal neu machen. Das Design hier bitte. Und die Glaswände musst du hier auch neu machen. Und das hier auch. Ich muss das nicht neu machen, ich erweitere es einfach um eine Etage. Sag, dann haben wir hier eine Höhe von 4 ohne Probleme. Nächste Etage haben wir dann auch. Nee, komm mal, wir brauchen doch nur zwei Etagen. Ich hab. Ja, dann haben wir aber oben, wenn wir es jetzt so machen, dann haben wir oben halt nochmal noch eine komplette Etage, die 2 groß ist.
Hey, komm mal her, komm mal rein, ich will dir kurz meinen Plan erzählen, so wie ich es machen will. Komm mal rein. Ja, warte, ich habe doch gleich die Fassade wieder fertig. Hier, viel Genau. Spaß beim Glas. Schon falsch. So, jetzt passt es wieder. Junge, was ist das hinten für eine Fabrik? Die fällt mir ja etwas auf. Hast du die noch nicht Nee, gesehen? nee. So, jetzt passt das vom Glas. Zack, siehste. Ja, was ist mit der Seite hier? Oh, ups. Ja, guck mal, das kriegt man alles Du hin. hast das Ding hier sogar gar nicht beschädigt. Aber wie gesagt, ich bin mit dem System zufrieden. Das Eingangssystem, das ich finde es gut, das ist schnell, das belasse ich auch so. Und es soll 3 Etagen mindestens haben. Komm mal her, komm rein. Nur, dass du weißt, komm mal hoch. Hier oben soll das Schlafzimmer rein. Das wird jetzt so. Ja, guck mal, wenn wir dann hier. Hier. Red Gamer, komm mal hoch. Hier kommt das Schlafzimmer hoch. Ja, Hier guck mal, da oben. oben beim Schlafzimmer brauchen wir auch nicht viel Platz. Ich meine, wir können das Dach Wir haben einfach noch um eins sowieso eine erhöhen. 3-Block-Höhe. Komm mal hoch, das sieht voll geil von hier aus. Komm mal hoch. Wo bist du denn? Weil ich Red muss mal Night Vision Gamer. anmachen, so, zack. Alter. Hast von hier voll den geilen Ausblick. Ja. Guck mal, hier könnte man, wenn wir das Dach wirklich noch um eins erhöhen. Könnte man hier einen Dachboden rausmachen? Es soll gar kein Dachboden werden. Das wird nur das Schlafzimmer, das hier, nichts anderes. Ganze Ding hier, Schlaf- und Umziehzimmer und eigenes Bad. Ja, Also ich komm, will warte, ich hier erhöhe das doch einfach mal um eins, okay? die oberste Etage. Nein, mach das bitte nicht. Lass es doch einfach so. Okay. Also ich kümmere mich jetzt erstmal schnell um das Briefkastensystem. Machen wir die Tür nochmal auf. Ich hab die Key grad nicht. Danke. Also, oh Gott, Alter, warum lädt das denn die ganze Zeit zu? Also, Briefkasten. Hier kommt der Briefkastensystem raus. Also, hier kommen die Sachen raus. Jetzt ist die Höhe von 4. Das ist die Das Höhe heißt, von 4, ich darf dann das doch ein passt das. bisschen verschieben, ne? Warte mal Nö, hier. das sollte da bleiben. Das soll ziemlich nah an der Tür sein. Oder weißt du, was noch besser wäre? Red Hier. Gamer, wenn man es dann von der Seite hier wiederbekommen würde, von der bekommt man die Keycard von da, die Post. Nee, das wäre ein bisschen. Siehst du, passt nicht. Dann wird die Tür halt rumspinnen. Ja. Wäre ich nämlich Aber hier findest du wieder. das System scheiße, was ich gebaut habe, oder? Also es geht. Ich meine, für dich, für deine Verhältnisse geht's. So, ich meine, hier geht das ja noch. Ich meine, da macht man hier einfach so eine kleine Anzeige. Hier kommt eine Lampe hin, die sagt, Post ist da. Guck mal. Hier. Sagt dann, Post ist. Na, wobei, ich würde die dann auf die andere Seite Wie gucken. gesagt, wie findest du das Haus insgesamt von Aussehen von außen? Also, von außen ist es übelst geil. Also, besser als Es meine. ist. Glaube ich nicht. Doch. Es ist eigentlich das beste Haus, was ich je gebaut habe. Hab mir Mühe gegeben. Sieht man's? Ja. Das kommt da. Das heißt, wir gehen einfach mal irgendwie hier rum. Gehen wir hier drauf zu. Ich würde es wobei sogar einmal runter machen. Set and Set. Hast du Yeezys? Was habe ich? Yeezys. Nee. Weißt du überhaupt, was das ist? Nee. Oh Gott, ey, warum? Digga, das sind richtig teure Schuhe, als ob du die nicht kennst. Das sind Schuhe besser als Gucci, Digga. Hm. Ich baue noch mal kurz die ganze Wendeltreppe neu, weil die ist jetzt auch ein bisschen durcheinander gekommen. Hier nicht alles, aber ein kleines bisschen. Bum, bum. Post kann man jetzt einfach immer einwerfen. Ach Gott, ey, warum fahre ich denn hier immer runter? Guck mal, diese Lecks. Bist du da wie runtergefallen? Ja, fast. Schade. Oh,
wenn ihr in dem Livestream bisher geschaut habt, dann schreibt einfach mal Hashtag runterfallen in die Kommentare. Oder, nee, Hashtag warte mal, ich hab meinen Livestream gar nicht offen, ich weiß gar nicht, ob den überhaupt jemand guckt. Weil es ist ja gar kein Livestream, es ist eine Aufnahme. Oh, fuck. Schneid das raus. Ich kann nicht schneiden, deswegen. Wenn das drin bleibt, dann schick's Jora. Es bleibt drin. Was denkst du denn? Du bist ein Sackgesicht. Nein, schwanzdutschendes Sackgesicht. Ja, und so. Neue Wendeltreppe ist da. Ach Gott, ey, ich kann... Ach, dankeschön. Zack. Perfekt, passt alles. Jetzt muss ich überlege, ob ich ganz hier unten will ich die Küche und das Esszimmer reinmachen. Dann hier halt Wohnzimmer und Dinger. Oh Gott, ey. Ey, hast du vielleicht Lust, die, also das Teil hier, oder hast du einen Block vergessen, abwechselnd Seelaternen zu machen? Guck mal. Zeig dir mal. Genau. Hast du nämlich nachts auch noch ein bisschen Licht? Mach einfach Slash in. Wie gesagt, wie findest du die Etage, die ich ganz oben hab, diese, also wo ich Schlafzimmer reinbauen will? Die ist eigentlich relativ nice. Das ist eine der geilsten Etagen insgesamt halt wirklich. Ja, soll man da hochkommen? Aufzug. Den ich noch bauen muss. Du brauchst ernsthaft einen Aufzug da. Warum? Ja, ich baue hier einen Aufzug für Design Etage. Das Haus, es wird voll mit Geheimgängen und allem möglichen Scheiß. Ja, ja, bloß wenn du einen Aufzug baust, weißt du schon, dass ganz viel Technik rein muss und das wird mit den Etagen nicht klappen. Du musst die komplette Technik dann hinten hin machen. Ach, glaub mir, ich werde es schon bauen. Ich werde hier einfach einen Aufzug bauen, der halt eine Etage hoch und eine runter fährt. Naja. Ein einfaches Rufsystem mit mit. Ach Gott, ey, immer dieses Unterfallen. Ich werde es dir zeigen, dass das funktioniert. Ich baue das System sogar jetzt extra gleich für dich. Ist, ja, ein bisschen Technik muss ich dann halt wirklich verstecken, aber wird so wenig sein. Oder werde ich die überhaupt verstecken? Ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht auch manchmal geil aus, wenn man Technik sieht. Ja, aber auch nur bei bestimmten Sachen. Boah, ich bin gestern Motorrad gefahren, das hat so einen Spaß gemacht. Oh, hab mal einen Roller, mit dem ich fahren kann. Mein Vater hat einen Harley Davidson. Das ist so gemütlich. Oh Gott, der Himmel. Immer diese kurzen Lags. Bits and World ist nicht der lagfreiste Server. Ja. Okay, das ist ein reiner Redstone-Server, ist klar, dass es ein bisschen laggt. So, wenn wir hier runter gehen und da lang, gehen und dort lang. Gehen und da lang und dann dort. Perfekt. So, gehen wir hier hin. Nehmen dann von hier das Signal. So. Wo ist hier da? Da, gehen und dort lang, gehen dann hier rum. Nehmen dann hier einen Repeater. Und dann hier hin, machen dann hier einen kleinen Clock dran. Einfach damit. Ja, ja. Zack, zack. Bam, bam, fertig. Okay, können wir mal austesten. Werf mal bitte draußen irgendwas rein. Und dann die Keycard, oder? Ja, irgendwas rein und einmal die Keycard, genau. Ich will halt nicht... Das ist auch ein Grund, warum ich gemacht habe, dass es erst dann rauskommt, weil stell dir vor, du bist nicht da. So gesagt, du bist nicht, ja, zu Hause. Ist aber scheißegal. Und dann stell dir vor, dann wird was eingeworfen, dann geht es einfach raus, dann despawnt es. Das ist fest, ich mach das weg, hier muss ein ebener Boden sein. Ja. Schon? Wie machst du? Das ist das ein... Das geht so, das passt so, ich habe das schon probiert, das funktioniert. Okay, gut. Dann werfen wir... Warte, ich werfe jetzt draußen genau 3 Items rein, okay? Sollten die dann direkt reinkommen oder erst mit der Keycard? Dann sollten eigentlich direkt reinkommen. 3 Items sind drin. Tropenholz, Holz, siehst du, perfekt. Siehst du, mein System funktioniert. Wow. So, meine ist ja nicht schlimm, wenn es schon direkt reinkommt.
Weil. Nein, ich hätte gedacht, du lässt es auf den Boden droppen, dann würde ich es blöd finden. Keine Ahnung, ob das gut aussieht, ich mach's Naja, einfach guck mal, rein. guck mal. Das Schöne ist, ich könnte natürlich noch so einbauen. Hier hinten, die Lampe geht an, wenn ein Post da ist. Dann kommt man rein, weiß schon. Oh, also braucht gar nicht erst in die Kiste gucken, weiß schon. Ah, Post ist da. Dann wäre es doch cooler, wenn wir Lampe hier einbauen. Wäre sogar möglich, indem wir dann den Block hier bepowern mit einer Redstone-Fackel von unten. Ja. Warte mal. Lass mich das mal kurz Mal machen. kurz. Ja, Nein, lass warte, bau mal mich. bitte. Nee, der Block muss da bleiben, du. Das würde theoretisch sogar gehen. Ja. Schau dir das mal an, wenn hier eine Redstone-Fackel hinkommt und drunter eine. Es berührt nur Peter, kein eigentliches Redstone. Schau. Aber es sieht gar nichts, es ist halt die Lampe Ach an. nee. So, geh mal bitte weg hier. Dankeschön. Jetzt können wir das. Ja, ich lass dich machen. Ach Gott, ey, warum fahre ich denn immer runter? Guck mal, du Setz weißt dir doch, wenn du sonst mich nicht machen lässt, um. weißt du, was da rauskommt. So. Disco zum Beispiel. Ja. Und die war echt geil. Also dann noch, wie gesagt, nochmal großes Lob an ihn. Das baue ich hier den Aufzug hin, den ich bauen will. Lol, ich habe mich komplett vertan mit der Abschätzung von dem Block. Und flieg! Oh, ich hab's geschafft. Ich kann fliegen. So. Nein. Zack. 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 Bolt extra für mich baue ich so einen Aufzug ein, dass ich nach ganz oben komme. So ist es gerade nichts da, also. Das ist traurig irgendwie, Ah, aber auch wobei, ich muss irgendwie das geil. Signal aus der Truhe nehmen. Weil ich es von unten mache. Guck mal, weil die Items werden ja hochgebracht. Und ich kann nicht abschätzen, ob es jetzt in der Truhe ist oder nicht. Das heißt, ich muss hinter der Truhe was Kommst jetzt eins reinmachen. nach unten? Aber wobei, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn Hat ich der dann jetzt einfach. was? Hat der jetzt viel verschoben? Was war das denn jetzt? User left your channel. Und Ah, da sind direkt. Ah, verdammt. Okay. Das heißt, ich müsste die Hopper umlegen. aber jetzt kann ich den ganzen Aufzug nochmal neu bauen. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich will unbedingt einen Aufzug haben. Ich bin ein Um das fauler Signal hier Mensch. runter zu kriegen. Und die Hopper richtig zu verbinden. Oh mein Gott, das ist so gut wie unmöglich. So gut wie es nicht vollständig. Wenn du schaffst, kriegst du einen Cent von mir, Paysafe. Obwohl ich mich nicht mal Leg mal bitte angemeldet was in die habe. Kiste rein. Welche? Ja, die hier, hier gibt's nur eine. Hab ein Redstone drin. Okay. Gut, das ist an, das Redstone, perfekt. Ach, komm schon. Naja, nächste Folge werde ich den Briefkasten hier weiterbauen. Ja, jetzt haben wir schon 23 Minuten rum. Bis dahin, macht's gut und ciao.